Ja, Leute, und ich begrüße euch zu Part 6 von Let's Play Inside. Leute, wir haben hier, also ich habe jetzt mal neu geladen und wir haben jetzt hier da einige dieser Kumpels zusammengebracht. Mit uns zusammengebracht. Aber ich weiß noch nicht genau, was ich alles tun muss. Ja, 20. Müssen wir zusammenbringen, Leute. Ja, ich bin gerade geflasht im Augenblick. Okay. Die sind natürlich jetzt unten immer da mit dabei. Ah, hier ist eine Wand. Okay. Kommt mir alles bekannt vor. Habe ich wahrscheinlich im letzten Part schon ausgetüftelt. Okay. Okay, vielleicht muss ich die mitten. Ja, nee, kann ich ja nicht. Hab ich da nicht. Oh, das hat er sogar überlebt, unser Freund. Es vibriert immer, wenn die uns berühren. Der Controller vibriert. Okay, wir sind ganz unten. Dann fahren wir doch jetzt mal alle zusammen. Wartet mal, was war denn da drüben? Was ist denn da drüben? Da ist eine Leiter. Autsch. Entschuldigung, Kumpels. Ich fahre jetzt mal mit euch ein bisschen rauf. Kann ich hier machen? Ah. Okay, nein. Ich fahre mal mit euch rauf. Anhänglich wie kleine Hündchen. So. Weil wir gucken jetzt mal, ob wir euren Kumpel, der da links hinter den Gittern ist, befreien können. Also wenn ich das jetzt mal richtig zähle, haben wir 5. Ich glaube, hier war das oder war das ganz oben? Weiß ich noch nicht. Ich glaube, das wird wirklich eine größere Sache, bis wir da alle beisammen haben, Leute. Freunde müssen wir zusammenbringen. Ja. Der schließt sich uns an und es erschließt sich uns ein neues Gebiet. Da oben sind nochmal 2. Schaut mal. Okay, was mache ich denn, wenn ich da runter gehe? Gehen die anderen doch mit mir, oder? Nein, sie gehen nicht mit mir. Feiglinge. Dachte, die würden mir helfen, dass ich da jetzt raufkomme, oder kann ich? Nee, kann ich nicht. Okay, verstehe. Nicht ganz. Okay. Elegante Rolle, mein guter Freund. Ja, aber das ist mir noch nicht klar, wie wir das hinbekommen sollen. Okay, da muss erst noch was passieren. Schön, dass er da hochklettert. Ich hatte schon Sorge, er kommt da nicht mehr hoch. So, okay, hier sind nochmal 2. Wir haben hier 6. Tja, hier sind es jetzt dann doch ein bisschen lange Wege. Schade. Kostet sehr viel Zeit und bringt, ehrlich gesagt, rein spielspaßmäßig wenig. Bis gar nichts. Genau, hier müssen wir sie hinbringen. Einer steht da, den lasse ich mal stehen. Und mit euch fahre ich mal dann ganz nach oben.
Und wir gucken, was wir hier ausrichten können. Okay. Ich erinnere mich leider nicht mehr. Das haben wir alles schon ausgekundschaftet, das weiß ich. Könnt ihr mich darüber werfen? Tatsächlich, das geht. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ich dachte, ich stürze in die Tiefe. Oh, da ist ein Toter. Nein, nicht tot sein. Bitte. Muss ich den da runterwerfen? Gehen tote Körper auch? Tote Freunde? Tatsächlich. Oh Mann. Das ist schon makaber. Okay. Also es sind zwei jetzt unten. Sechs haben wir dabei. Sind wir bei 8 von 20. Kommen wir wieder. Dankeschön. Wow, das war jetzt aber cool, Leute. Sehr elegant von euch, wie ihr uns da abgefedert habt. Ja, ja, ja. Wo kommen wir jetzt hier hin? Hier haben wir nochmal drei Freunde. Alle miteinander? Geht wohl nicht. Aber schieben können wir. Oh, 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 oh. Ich hoffe nicht, dass das deren Ende war. Wenn ich aber zusammenzähle, sind wir noch nicht bei der gewünschten Anzahl. Sechs und drei und zwei sind wir bei 11. Zwei sind noch ganz links auf diesem Teil. Oh Mann, Leute, die hat's erwischt. Oh nein, sie stehen auf, das ist ja cool. Okay. Dann kommt doch mal mit. Ich dachte, die hätt's zerquetscht. Nein, hat es nicht. Ich glaube ja nicht, dass das uns jetzt was hilft. Oh, der eine hat sogar einen Bauarbeiterhelm noch auf. Ui, kein Wunder, dass er den Sturz überstanden hat. Kann ich da irgendwie hier rauf? Nee. Könnt ihr mich rüber? Ah, so geht's. Ich verstehe. Hier müssen wir Schwung holen, denke ich mal. Fast. Dieses Rätsel hat aber auch einen gewissen Coolness-Faktor. Ja, fast, Leute. Ich mute euch sehr viel zu, ich weiß. Zu spät. Jawohl. Nochmal 4. Jetzt habe ich den Überblick verloren, Leute, wie viel wir hier haben. Das sind viele. okay. Weiß aber nicht, ob das genug sind. Schauen wir doch mal, wie viele es sind, indem wir sie alle da auf diese Waage stellen. Ich glaube aber nicht, dass es 20 sind. Wir testen es aber trotzdem mal. So, jetzt schauen wir doch mal. 19, der eine Tote ist hier. Oh, okay.
mit uns zusammen fehlen noch drei. Wo sind die drei Fehlenden? Die können ja eigentlich nur unten sein. Jetzt kommen die zwei, die wir da hatten, auch mit. Uff. Na dann kommt mal. Bin ich mal gespannt. Ob wir da noch welche entdecken. Ah, halt. Ja, ja, ja. Zwei oder drei. Oh, oh. Haben wir da noch welche? Ich glaube nicht, oder? Da oben ist zwar noch ein Wagen. Da haben wir ein paar nicht mitgenommen. Die kommen so mit. Okay. Wasser. Ja, ja. Sorry, 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 sorry. Nee, da kommen die nicht mit. Das ist sehr tief, okay. Da oben ist keiner mehr. Hier können die uns hochschmeißen, damit wir den Fahrstuhl holen können. Geht's denn nach links auch weiter? Ich schätze nein. Ich glaube, da geht es nur in den Tod. Oder sollen wir es versuchen, Leute? Nein, 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 nein. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Hoch mit uns, jawohl. Wir holen euch. Jeder, der will, darf mit. Jawohl. Ja, jetzt wird's natürlich spannend, Leute. Wo habe ich denn noch welche vergessen? Vielleicht auch gerne irgendwelche Toten? Da war doch dieser komische Wagen. Okay, das hat nicht funktioniert. Ups. Na, irgendwie nicht, oder? So, es ging zwar so lala, gerade eben. Aber nee. Nee, das geht nicht. Dann gehe ich mal nochmal rauf. Ja, jetzt wird's schwierig, Leute. Ich weiß nicht, wo ich die letzten paar Gestalten herbekommen soll. Also das hier könnte ich natürlich machen. Da ist aber, da geht's aber nicht weiter. Da ist abgesperrt. Hier ist abgesperrt. Ja, ja, ich weiß schon, dass ihr damit kommt. Hier ist eine Wand. Danke euch. Ja, dann gehen wir jetzt noch mal ein Stockwerk nach oben.
Das ist eigentlich zwei Stockwerke nach oben. Mir fehlen ein paar Leute. Ich weiß noch nicht, wo ich die übersehen habe. Aber wir werden einfach alles nochmal ganz gründlich absuchen. Ding, ding. So, da habe ich ja den einen Toten gefunden. Den habe ich. So. Was haben wir dann hier drüben noch? Nein, das war's nicht, offensichtlich. Hier ist nichts mehr. Ganz unten ist auch nichts mehr. Nochmal. Haben wir hier noch welche vergessen? Irgendwo. Ja. Der Helm wiegt schwer auf unserem Haupte. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. Nicht, was wir da tun können. Die haben wir schon geholt. Da kommen sie nicht mit. Da geht's nicht weiter. Nee. ja, Leute. Ich bin jetzt etwas ratlos. Ich würde mal vorschlagen, ich sehe mich mal nicht alleine, sondern mit unserem Gefolge hier offscreen um. Und sobald ich die Fehlenden finde, gebe ich euch Bescheid. Bis gleich. Hey Leute, ich glaube, ich habe was gefunden. Schaut mal, das ist doch eine Stange, an der man was ziehen kann, oder? Ah. Schaut mal. Das hat mir gefehlt. So, und jetzt nix wie ab nach oben. Und dann können wir mal gucken, was da hier drin ist. Vielleicht sind da noch drei weitere. Hey, das wäre natürlich was. Dass man irgendwas mit diesem Ding machen muss, war mir ja klar. Die Frage ist nur, was? Oh. Die schieben. Okay. Ne, da kann ich bloß hochklettern. Ach, das ist eine Leiter. Wo bin ich denn jetzt? Wasser! Das ist ja ein ganz neuer Bereich. Oh je! Hallo? Sind hier noch drei andere Anwesen? Da oben! Hä? Okay. Ich hätte gedacht, dass ich mich da hinhängen muss. Kann das sein? Nee. Kann ich das hier irgendwie erhöhen? Kann ich das blockieren?
Ah, schaut doch mal. Jetzt aber. Ha! Jawohl! Leute, wir haben unsere fehlenden Kameraden gefunden und mit diesen Kameraden kehren wir dann zurück zu den anderen Kameraden und zur Druckplatte im nächsten Part von Let's Play Inside. Bis dahin, Leute. Ciao!